Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibomb und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 als China. Wir setzen dem Ägyptischen Reich gerade ein Ende, hoffentlich bald. Hoffen, dass sich der Kongo nicht in den Kopf setzt, dem Chinesischen Reich ein Ende zu setzen, bevor wir da fertig sind. Hoffen, dass Sumerien sich sehr wohl fühlt hier unten und keinerlei Ambitionen zeigt, irgendwie weiter hier hochzukommen. Und haben vor, hier noch 3 weitere Städte zu gründen, glaube ich, nämlich hier definitiv. Ich glaube eine hier. Und eine noch irgendwo hier wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4. Vielleicht hier. Das war, glaube ich, nicht allzu schlecht. Das ist der Plan für jetzt. Den werden wir hoffentlich auch ausführen. Ich bin jetzt eigentlich gerade drauf gekommen. Hier wollte ich doch schon die längste Zeit einen Campus bauen. Fragt sich, ob ich nicht stattdessen einen Handwerker bauen sollte. Aber ich glaube, wir müssen langsam ein bisschen ins Tech-Game hier einsteigen. Und ich habe hier einen +3 Adjacency-Bonus, der mir relativ gut gefällt. Das heißt, ich glaube, hier kommt mal der Campus hin. Und unterstützend wirken wird hier unser Händler, den wir gerade gebaut haben. Du stehst hier eigentlich sehr gut, um ein bisschen ein Auge zu behalten auf die kongolesische Armee hier. Und ich bin auch gerade drauf gekommen, da sollte eigentlich ein Campus hin, nicht wahr? Aber wir können den Campus aber stattdessen hier eben bauen. Dann kannst könntest du von der, du könntest da eh nicht hin. Das passt. Da kommt der Campus hin. Noch ein geilerer Campus. Und hier kommt die Eisenmine hin. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich einfach eine Eisenmine hingebaut und dann einen Campus drüber. Und die Eisenmine halt nur gehabt für den Heureka-Moment für Eisenverarbeitung. Ah ja, merke, irgendwann muss ich aufhören, Eisenverarbeitung zu erforschen. Erforschen ist das richtige Wort. Here we go! Okay. Wir können einen Handelsweg nach Xi'an wieder machen. Das wäre natürlich cool, wenn wir eine Produktion mehr bekommen. Auf der anderen Seite, wenn wir einen nach Rakedet bauen, haben wir hier eine Straßenverbindung. Was ich gerade, glaube ich, etwas wichtiger finde und halt eine Nahrung mehr stattdessen. Nicht perfekt, aber die Straße ist mir, glaube ich, wichtiger. Vor allem aufgrund des nahenden Krieges, der jederzeit ausbrechen kann mit dem Kongo hier. Du kannst mal ein bisschen erforschen gehen, wenn du eh nichts Besseres zu tun hast. Du kannst auch hier warten, ist ja egal. Sobald wir das Monument fertig haben, sollte dann eigentlich recht schnell gehen, dass dieses Feld hier erworben wird. Ich war da ein bisschen todesmutig, würde ich sagen. Du gehst lieber wieder zum Krieger. Aua. Unser armer Buggy hier hat wieder aufs Maul bekommen. Mal, der ist so nah dran. Oh, er ist nicht so nah dran. Ich kann ihn upgraden. Sehr schön. Das heißt, du bleibst einfach stehen. Als menschlicher Pfeilschwamm, sozusagen. Aha. Die Barbaren sind hier wiederum wahnsinnig lustig. Warte, da bist du im... Ja, ich glaube, das schützt dich. Also, schießen wir hier mal im Rückzug auf den. Du kriegst auch ein Upgrade. Schildkröte. Und du bleibst einfach mal sitzen. Für den Moment. Du chillst, wie gesagt, wie gehabt. Und du erforscht dir mal, was hier noch so abgeht. Ja, das dumpfe Gefühl, da ist dann der Kontinent mal zu Ende, weil wir sind hier schon zu viert. Ich meine, es ist Standard, aber ich war auch schon bei Standard zu zweit auf dem Kontinent. Will ich dich killen? Das kostet mich schon recht viel, aber dann bist du wenigstens mal weg. Vielleicht machst du ein bisschen Erfahrung damit. Okay. Irgendwer kriegt noch ein Upgrade. Nein, tut mir leid, Frieden liegt nicht drin. Frieden gibt's leider nicht. Defense is superior to opulence. Nein. Wollen wir unsere Politik irgendwie anderswertig ändern? Wir bauen immer noch einen Haufen. Feudalismus dauert 25 Runden. Ups. Wir wollen eh noch einen Haufen Siedler bauen, von dem her ist die Siedlerpolitik gar nicht so schlecht. Einheiten und halt +1 Produktion in allen Städten wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass wir ändern wollen. Und zwar durch 2 Gold, durch alle Handelswege, aber so viele Handelswege haben wir noch nicht. 2 werden wir haben. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Oder vielleicht +30 Produktion für Handwerker, weil oben werde ich dann vielleicht jetzt gleich einen Handwerker bauen. Ich glaube, das... ja, dann wird der Campus wieder langsamer dort. +50%. Ich glaube, wir lassen es dabei. Das Problem ist halt, dass ich es bald nicht so bald wieder ändern kann. Und die, mit den Siedlern bin ich auch irgendwann fertig.
Können wir denn im Notfall, nur um die Politik zu ändern, ihn das ganz schnell erforschen? Ja, Mystik. Okay. Das heißt, wenn wir drauf kommen, wir müssen unbedingt die Politik ändern, wenn wir einfach kurz Mystik erforschen. Das sollte dann auch kein Problem sein. Hey, du kannst nicht mehr schießen, das heißt, du bist quasi wehrlos. Außer der Fernkampfeinheit da drin natürlich, die sich aber aus irgendeinem Grund dazu entschließt, da nicht schießen zu wollen. Oh, wir hätten nicht upgraden können. Befördern können. Ich bin ein Vollidiot. Shit happens. Kauf mit Glauben. Um einen Missionar. Aber warum? Ach so, weil ich ja eh schon bekehrt bin. Ja, aber ich möchte eigentlich nichts ausgeben für das Religionsgame momentan. Ah, wir können da eh nicht in einer Tour Siedler raushauen, weil sonst die Bevölkerung hier flöten geht, was auch nicht nett wäre, oder? Wir könnten kurz ein Aquädukt bauen. Fragt sich wo. Das wird später das bessere Feld als das sein. Die beiden. Im Endeffekt. Das heißt, ich glaube, ich hau hier das Aquädukt hin. Vielleicht hier irgendwo noch den Unterhaltungskomplex hinbauen. Und dann hat der. Na, da kriegt er da kein Gold dazu, weil da eh schon der Fluss angrenzt. Oder doch? Nein, ich glaube nicht. Oder hatte ich da irgendwas anderes vor? Wo kommt das Industriegebiet hin? Ist mal wieder die Frage. Hab ich diese Frage schon beantwortet gehabt? Da hätten wir drei Hügel nebeneinander. Du bist Hügel? Du bist Hügel. Hier hätten wir vier, oder? Du bist ein Steinbruch, zweimal Hügel. Ja, also hier kommt das Industriegebiet hin, also ist das eigentlich ziemlich egal. Das heißt, wir könnten das Aquädukt dahin bauen. Machen wir das. Könnten natürlich auch den Markt bauen, um ein bisschen mehr Geld zu machen. Das wäre eigentlich auch wichtig. Vor allem, weil du eh in nächster Zeit nicht wachsen wirst, weil ich ja Siedler raushaue hier. Aha, aber dann bräuchten wir jetzt die Siedlerpolitik wieder nicht. Moment, habe ich jetzt schon irgendwas gesagt? Den Politik ändern. Nein, habe ich noch nicht. Okay, dann hauen wir doch jetzt kurz hier eine plus 30 Produktion für Handwerker rein. Politik bestätigen. Ja. Yep. Dann baust du dabei den Markt und dann in 5 Runden oder so machen wir kurz Mystik und dann können wir wieder auf Siedler wechseln. Ich denke, das ist der beste Plan. Du verschanzt dich brav. Du wartest immer noch auf Godot. 4 Runden bis zur Ausdehnung. Du kannst eigentlich genauso gut hier warten. Also wart halt hier. Schieß mal auf den Barbarenspeer hier. Kann auch nicht schaden. Du schaust mal wieder hier rüber. Eigentlich soll ich da hinschauen, weil da landen sie alle, die Schweine. Du bist hier gut auf dem Ausguck. Aha, wo bauen wir als erstes? Die Stadt ist ein bisschen verletzlich jetzt gleich, wenn ich sie sofort baue. Ich glaube, ich baue die da oben als erstes. Die ist am sichersten. Also, 1, 2, 3, 4, 5 hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, jopp. Jo! Da kommt 10. Habe ich da irgendeine andere Einheit, die nach dir schauen könnte? Weil du brauchst mir ein bisschen zu lang darauf. Mal schauen, vielleicht kann ich nachher den oder den abziehen. In einen von da oben. Joje, ich weiß eh, dass es euch gibt, die verdammten Barbaren. Alles mal auf die Stadt konzentrieren und zuerst die Stadt holen und sich dann um die Barbaren kümmern oder irgendwie andersrum. Ah, ich hätte schon wieder wen upgraden können, nicht wahr? Fuck me. Vergesslichkeit ist echt übel. Vor allem in Ziff. Okay, nächstes Mal erinnere ich mich hoffentlich daran. Obwohl ich natürlich keine Garantien abgeben kann. Du baust jetzt mal einen Handwerker. Du baust da die Eisenmine. Okay, das war, glaube ich, fast genau richtig. Everything has its Nein, wir limit. hatten nur 4 Runden gebaut. Iron ore cannot be educated into gold. Okay, das heißt, wir sind jetzt schon passt. 10 Runden Armbrustschützen ist nicht schlecht. Also, wie gesagt, einer. Soweit. Okay. Aber zumindest einer ist besser als keiner. Um hier irgendwelche blöden Sprichwörter von mir zu geben, wenn mir nichts Besseres einfällt. Don't judge. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele Barbaren sind denn das bitte? Okay, wer nicht wieder gleich einen Fehler machen. Du wirst jetzt abgegradet. Okay, ich glaube, wir müssen uns jetzt doch irgendwie zuerst um die Barbaren kümmern. Weil es wird langsam hier nicht mehr aushaltbar, bis die hier aufhören. Sehr schön, du hast immer noch eine Aufladung. Okay. Wie viel kriegen wir da jetzt mal? Das sollte recht produktiv sein, dieses Feld. Ah, es ist vor allem, es gibt mir noch eine Wissenschaft mehr sozusagen. Ich glaube, du baust hier jetzt einfach als nächstes einen Steinbruch. Wir schießen hier nochmal. Und haben eine Beförderung bekommen. Sehr nice.
Du bleibst hier einfach mal stehen. Oder vielleicht sogar hier unten an der Küste. Sagen wir mal dabei. Mit dir sollte ich jetzt nicht automatisch noch vorgehen. Das ist ein bisschen eine Schnapsidee von mir. Auf Wiedersehen. Nein, wir machen das nicht. Holy fuck. Okay, irgendwer hat schon wieder ein Upgrade bekommen. Ja, genau du. Gut, du kriegst Salve, selbstverständlich. Ja, übrigens, kann ich das hier irgendwo aufmachen? Das nächste Mal, wenn wir sie upgraden. Ich hab einen Upgrade-Pfad für die Bogies im Kopf, aber ich habe ihn jetzt in dem Let's Play noch nicht erklärt. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt erklärt habe. Ich glaube, es ist recht logisch. Ich nehme mal an, ihr werdet das alle gleich machen, aber für den Fall, dass da irgendwer Fragen hat, werde ich es dann gleich das nächste Mal erklären, falls es mir einfällt, wenn ich jemanden befördere. Here we go, du gehst dahin. Du gehst dahin. Also gehst dahin, du schießt dahin, besser gesagt. Das wird gehen. Naja, machen wir's. Göttliches Recht, der große Fortschritte gemacht. Bla 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 bla. Ich würde dich gerne zerstören, bitte. Dankeschön. Du kannst dich leider nicht bewegen. Du kannst dich hierhin bewegen, aber das ist mir jetzt zu gefährlich mit den Bahnen, die hier rumstehen. Weil da, solange da keiner steht, können die da eigentlich gar nicht drüber. Also logisch gesehen sehe ich keinen Grund, wieso ich da nicht hingehen sollte. Aber die Frage ist, wenn ich irgendwas übersehe, dann ärgere ich mich. Ah nein, Moment mal, ich will ja. Wo will ich es hinbauen? Fuck, weiß nicht mehr. Hier? Ich glaube hier. 1, 2, 3, 4. Ja, hier will ich es hinbauen. Oh, shit. Oder hier. Weil dann kriege ich noch das Kupfer rein. Haben wir irgendwo anders Kupfer? Wir haben sonst kein Kupfer. Nein, ich glaube, ich meine, dann sind wir jetzt nicht direkt an Süßwasser. Ist natürlich das Problem. Wie wäre es mit hier eigentlich? Dann kriege ich das Elfenbein nicht mehr. Habe ich irgendwo anders Elfenbein? Nope. Nope, ich glaube, hier ist das Beste. Oder hier. Hier oder hier. Hier ist, glaube ich, besser, weil dann habe ich mehr Nicht-Tundra noch dabei. Ah, da wäre noch Reis. How about hier? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wobei der Reis ist nicht mehr lang da. Den müsste ich mir kaufen. Fragen über Fragen. Dann müsste ich hier das Aquädukt bauen. Nein, ich könnte es auch hier bauen. Hier gefällt mir eigentlich recht gut. Okay, dann kann ich ihn sowieso nicht bewegen. Fuck it. Ist natürlich blöd, weil sie am Anfang nicht so viel wachsen kann, aber ich meine, zwei neue Luxusressourcen sind das definitiv wert, würde ich mal sagen. So, wir müssen uns kurz mal hier um die Barbs kümmern, das geht ja so nicht. Kann man sie ja nicht sehen lassen. Du gehst dahin, sobald ich mit dir irgendwo anders hingegangen bin, geh du mal hier hin. Du gehst mal hier hin. Hey Gott, sind das viele von den Schweinen. Du hast noch zwei Aufladungen, okay. Du könntest dich eigentlich um irgendwas hier mal kümmern. Könntest den Weizen anschließen gehen. So, du musst definitiv hier hin. Schießt mal auf ihn. Sehr schön. Du kommst hier hin, du kannst dich mal heilen. Du kannst währenddessen mal hier runtergehen, um auf diesen Siedler ein bisschen aufzupassen. Okay, alles cool. Ich habe gerade die Zähne zusammengebissen und darauf gehofft, dass hier kein Barbare spawnt. Dem war auch nicht so. Was mich äußerst freut, du kannst mal hier hinziehen, um das ein bisschen zu erforschen. Wir machen einen Steinbruch. Mit dir. Feudalismus noch 17 Runden. Maschinen noch 6. Vielleicht sollte ich echt auf Söldner warten mit dem Upgrade. Mein Gott. Wie viele von denen? Das ist doch völlig abartig. Du kannst hier hingehen. Ha, was? Du hast zwei. What? Ist eine Straße? Ah, das ist eine Straße. Interesting. Okay, du kommst mal hier hin. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin und schießt mal brav hier drauf. Du wirfst dich hier. Oh mein Gott, wie viele Reiter. Todesmutig dazwischen. Wir bombardieren dich mal ein bisschen. Ja, danke vielmals, lieber Missionar. Für sie im Weg stehen. Sehr hilfreich. Ich meine, ich denke nicht unbedingt, dass du hilfreich sein willst. Aber trotzdem. Ist schon eine kleinere Frechheit, würde ich sagen. Sie sich einfach so dazwischen werfen, in meinen Krieg einmischen. Geht doch nichts an. Wartet, bis ihr an der Reihe seid. Okay, wir haben schon geheim gegründet. Handwerker als erstes gleich wieder raushauen. Warum eigentlich nicht? Und dann Monument. Weil Monumenter wären eigentlich Monumenter. Monumente wären eigentlich eine ganz gute Idee. Irgendwer klopft, glaube ich, gerade. Aber ich nehme auf.
Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Soll ich jetzt ein Monument bauen oder ein Handwerker? Das ist die Frage. Ich glaube zuerst mal ein Handwerker. Yes. Yes. Ja, machen wir so. Vor allem, weil ich die Handwerker-Politik, ja, Politik gerade eh eingeführt habe. Machen wir ein bisschen mehr Produktion da. Ja, du kannst nichts machen. Du verschanzt dich mal und stirbst hoffentlich nicht. Das wäre nämlich sehr unangenehm, würde mir nicht gefallen. Wir haben Eisen, wir können eigentlich einen Schwertkämpfer machen. Oh, wir können dich killen. Goodbye. So, ja, wir stellen uns kurz hier runter. Weil da habe ich einen besseren Überblick über den Teil der Küste, wo sie tatsächlich landen können. Warum lebt sie noch? Warum lebt sie noch? Moment. Warum? Oh mein Gott, fast tot. Oh, du bist ägyptisch. Sie hat sich Jerusalem geholt und ich habe nicht aufgepasst. Sollen wir uns Jerusalem holen oder Jerusalem befreien gehen, ist die Frage. Anyways, eins von beiden werden wir definitiv machen. Sie leben zu lassen. Ich könnte sie leben lassen, aber where's the fun in that? Dann breiteten sie sich nur wieder nervig aus. Das ist mein Kontinent hier. Ich bin da sehr territorial. Da wollte ich sie bauen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Scheint gut zu sein. 3 zum Kupfer. Elfenbein ist gleich da. Im Notfall 3 zum Reis, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass das funktioniert. Jo. Du kannst dich kurz zurückfallen lassen, um dieses Pferdchen hier zu killen. Du baust hier, wie versprochen, den Weizen ab. Du gründest eine Stadt. Und wir haben gleich nochmal zwei Barbaren. Da muss irgendwo ein Nest sein. Willst du dich weiter bewegen? Nicht unbedingt eigentlich. Wobei, jetzt ist schon zu spät. Leider. Du kannst mal hier drauf. Du kommst mal hier hin. Du kannst mal hier hin. Wo sind diese? Holy shit, was ist das? Was sind das für Barbs, bitte? Völlig gestört, okay. Wir verlieren hier unnötig Zeit. Wir verlieren erstens unnötig Zeit, dass wir noch Jerusalem einnehmen müssen. Und zweitens, dass wir diese Barbaren killen müssen. Ich hab's langsam ein bisschen eilig. Wir sind eh schon hinten nach. Sian, was wollte ich mit dir machen? Irgendwo wollte ich Siedler bauen. Das wollte ich machen, bevor ich mit dem hier fertig bin. Bin ein bisschen deppert. Wir könnten den Kornspeicher kurz reinhauen. Oder eine Wassermühle. Wassermühle, nein. Wassermühle ist unnötig. Ein Aquädukt könnten wir auch weniger kurz reinhauen. Aber ich glaube, der Kornspeicher ist für den Moment besser, weil er noch plus 1 Nahrung bringt und zu viel Wohnraum brauchen wir gar nicht, eben wegen den Siedlern. Und dann versuchen wir jetzt in 2 Runden zu wechseln auf Siedlerbaupolitik. Also in 2 Runden besser gesagt sollten wir anfangen, Mystik zu forschen, damit wir das dann rechtzeitig machen können. Soll ich jetzt nochmal einen Handwerker raushauen? Ja, warum nicht? Wir bauen jetzt einfach überall mal Handwerker. Du heißt... wir können da gleich mal rüber schauen gehen, wie es denn hier so aussieht, bei Jerusalem. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich sie befreien will oder... Hey, da ist ein Dorf! Ob ich sie befreien will oder einnehmen. Weil die Stadt ist eigentlich schon ziemlich nice. Tee haben wir auch noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5 ist auch kein schlechter Abstand. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der ist ein bisschen weit. Das ist, wenn wir da oben noch die Jade abholen wollen. 1, 2, 3, 4, ja, könnte auch schlimmer sein. Wir können es auch da hinstellen. Nee. Warum ist da kein Fluss mehr? Das ist nur Tundra und Scheiße. Aber dann komme ich ans Wild nicht dran. Ah, aber da würde ich noch an den Steinbruch herkommen. Dafür nicht mehr an den Weizen hier unten. Da würde ich da aber auch nicht dran kommen. Wäre das fast besser. Trade-offs. Das muss ich mir noch ein bisschen überlegen. An den Kornspeicher wirklich zuerst und dann die Siedler? Es juckt mir in den Fingern, mehr Siedler auszubilden. Das mache ich immer zu spät, weil ich an andere Dinge denke. Vor allem bei Gottheit muss man sehr schnell expandieren, um die Boni aufzuholen. Egal, 2 Runden bis Mystik. Das ist schon Runde 88, holy fuck. Jetzt im Ernst, gibt es hier irgendwo keine Barbaren? Ja gut, das ist eigentlich kein Wunder, dass es hier so viele gibt, da ist ja nichts. Das ist mal ein Nest da oben, aber wo ist das andere Nest? Das andere Nest ist nicht dieses Nest hier. Bitte ermorden. Bitte ermorden. Danke.
Okay. Wir bewegen uns auch mal hier rüber. Wobei ich wahrscheinlich mehr als einen Bogenschützen brauche, um die Barbaren da oben zu bezwingen, vor allem wenn sie Pferde haben. Aber da ist ja noch ein Bogenschütze. Elfenbein haben wir noch keins, oder? Baut eigentlich irgendwer noch einen Händler? Niemand baut noch einen Händler, wieso habe ich nur einen? Ah, genau, weil einer gekillt wurde. Oh oh. Du bist ziemlich tot. Glaube ich. Ich glaube, du bist wirklich ziemlich tot. Ich glaube, ich kann da nichts mehr tun. Ja. Müsste zumindest nicht was. Schießen bringt da nichts. Da und schießen intelligenter als da und nicht schießen. Möglich. Okay, da haben wir wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. Pyramiden sind ganz nett, aber auf Wunder will ich mich noch nicht konzentrieren. Ich glaube, was wir hier jetzt dessen bauen, ist noch nicht der Campus. Nein, weil dafür brauchen wir dieses Feld hier. Ich kann keinen weiteren Händler ausbilden. Wo baue ich denn bitte einen Händler? Du baust einen Händler, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Gut, in dem Fall. Das ist 5 Wohnraum, das passt schon so. Stadtmauern brauche ich momentan nicht. Campus wäre eigentlich eine nette Sache. Campus wäre wirklich eine nette Sache. Hier. Ich kann mir das nicht leisten, das zu kaufen. 90 Gold. Dessen holt sich das Scheißfeld. 90 Gold. Das ist ein Armbrustschütze weniger. Das ist ein halber Armbrustschütze. Mit Söldner ist ein ganzer Armbrustschütze. Und ich habe die Politik nicht, in der das Feld verbilligt wird, aber ich kann das also auch so schlecht machen. Fragen über Fragen. Ich glaube, ich kaufe das Feld. Ich habe nichts. Es wäre ja gerade so der perfekte Moment, um den Campus zu bauen. Ich habe 16 Wissenschaft momentan. Ja. Wir müssen mit der KI mithalten. Let's go. Okay. Jetzt stellt sich so die Frage. In das Tribezirke haben wir keine. Wir könnten einen noch. Ah, da wären wir Suzerain wenigstens. Bringt uns das wirklich. Ich meine, es bringt uns schon was, aber erst viel später. Das ist unnötig momentan. Amsterdam gibt uns ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Kultur. Das wird uns bald mal zumindest 4 Wissenschaft geben. In dem Campus und dem Campus. Ja, ich glaube, das ist mir momentan am liebsten. Du killst das hier. Du schießt selbstverständlich weiter auf alles, was kreucht und fleucht. Naja, du bist tot, genau. Das habe ich vergessen. Bist leider eine Übermacht. Ich siehst dich eine Übermacht gegenüber. Okay, du hast jetzt einen den Dingen gebaut. Sägewerke können wir gleich bauen, aber du hast nur eine Nahrung. Nein, das ist 2 Nahrung, 1 Produktion. Wir haben einen Haufen 2 Nahrungsfelder hier. Damit wächst man nicht riesig, aber dafür haben sie alle schön Produktion. Ja, hau dich mal darüber. Ich hol mir jetzt da mal das. Ich erhalte eine Aufklärungseinheit. Ein Wetter und Speer, okay. Den brauche ich jetzt nicht mehr so sehr, aber danke, Spiel. Die andere Frage ist natürlich. Ich krieg 240 Gold. Nambusschützen kriege ich. 16 Gold pro Runde. Ich krieg Elefanten und das Zeug. Macht das Sinn? Macht das Sinn, jetzt mit dir in Frieden zu sein? Ich meine, sie werden mir sicher in den Rücken fallen wieder. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich verliere ein Luxusgut und noch ein Luxusgut, weil ich da oben nicht gleich die Stadt gründen werde. Ich glaube, es ist es nicht wert. Obwohl das natürlich extrem viel Geld ist. Das sind ja nochmal über Zeit 480. Oder macht es Sinn, sie jetzt nochmal leben zu lassen? Aber da müsste ich mich jetzt dann gleich um den Kongo kümmern. Schon so viel Geld. Es ist so viel Geld. Ich glaube ehrlich gesagt, ich muss es annehmen. Ich glaube, ich habe mich gerade selbst da überzeugt. Ja, okay, wir machen Frieden. Fuck it. In den 10 Runden geht es dann halt wieder aufs Mal. Jo. Immer noch nicht tot. Beeindruckend. Aber gleich tot. I'd imagine the whole world is one big machine. Weil ich kann dich leider nicht killen. Vielleicht tut mir der Kongolese den Gefallen, aber ich bezweifle es. Dahin kannst du mal.
Du kannst dahin. Wir werden dich wenigstens rächen können. Here you go. Hey, kannst du bitte sterben? Dankeschön fürs Sterben. Sehr freundlich. Oh, ich habe 25 Minuten gespielt. Die Zeit verfliegt wie im Fluge. Fuck. Egal. Ich hoffe, wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Warum bin ich jetzt schon da? Egal, ihr könnt gleich sehen. LP China 2. Das ist mein altes. Da, ihr seht, bis wohin bin ich gekommen? Mit meinem ersten, immerhin, bis Runde 256. In meinem ersten Didi jetzt. Also nicht meinem ersten Offline, aber im ersten, wo ich weitergekommen bin. Gottheit Let's Play. So. Wir haben mal gespeichert, anyways. Jetzt bitte schön, Blick hinter die Kulissen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst ein Like da und abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht gemacht habt und mehr sehen wollt. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bam.